hier schon wieder? I'm a little bit naughty. I'm a little bit too consumed. But every part of my body is telling me to run away from you. Come a little bit closer. Yeah. Wo Mama ist? Mama ist oben und packt Hipster-Pakete. Okay. Okay. Guten Morgen und was los? Was los? Was los? Du! Was los? Was los? Schuh tot! Was los? Was los? Was los? Freunde, so kann der Tag doch starten. Man trackt zwei Wochen hart durch. Ein Tag. In dem Fall gestern gönnt man sich so ein bisschen Grillerei. Und wiegt direkt 1,5 Kilo mehr als vor zwei Wochen. Warum? Naja, hat ja niemand behauptet, dass Abnehmen einfach wäre oder Spaß macht. Macht's nämlich nicht. Ja, und da euch ja der kleine Real Talk letztens so gefallen hat, dachte ich, ich erzähle euch heute mal die Wahrheit. Übers Abnehmen. Vor allem bei mir. Aber erstmal, alter Schwede, muss ich diese Augenrinde irgendwie bekämpfen. Als mich Schagel besucht hat, habe ich so erstmal wieder gemerkt, wie blass ich bin, ne? Also eigentlich hätte ich mir keine Hornebox bauen sollen, sondern ein Horne-Solarium. So, hinter den Kulissen flitzt Nicole fleißig längs und packt eure Pakete. Wir haben nämlich die nächste Tassenlieferung bekommen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die noch da ist, wenn dieses Video rauskommt. Heute übrigens. Also unser Rasen wird, für alle, die es interessiert, ja, für alle, die es nicht interessiert auch, wird ein bisschen grüner. Da so. Da liegt ein riesiger Kompostberg von diesem ganzen gemähten Unkraut und Rasen und Moos. Und naja, den bringe ich jetzt gerade so peu à peu weg. Heute ist der Komposthof wieder auf. Deshalb Hose an und ran an Mann. Ihr wollt ja bestimmt sehen, wie es hinter den Kulissen aussieht. Wie werden die Pakete gepackt? So, jetzt werden wir da oben mal die Chefpackerin persönlich besuchen. Guten Morgen. Morgen. Hier wird fleißig gepackt. Das sieht doch hier nach Arbeit aus. Also eins sei euch gesagt, wenn Schagel und ich die Pakete packen müssten, dann würden die aber ganz anders bei euch ankommen. Ja, und dann hier auch mal so ein ganz normaler Auftrag zwischendurch, ne? Timo, schöne Grüße nach Elmshorn. Einfach mal 10 Tassen bestellt. Klar, 10. Ihr seid echt verrückt. Also wenn das so weitergeht, ne? Dann wären wir die ersten Tassenmillionäre Deutschlands. Ja, okay, das war vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich wird Nicole die erste Tassenmillionärin, wenn die so weiterpacken muss. Ja, quasi ein echtes Familienunternehmen, was Schagel und ich da gegründet haben. Oh, Freunde. Sag doch was. Ich bin einfach ein Gentleman. Auch wenn der Gang auf die Waage heute ein bisschen frustrierend war, werde ich an meinem Plan erstmal festhalten. Moin. Der da lautet 2600 Kalorien, egal ob Trainingstag oder nicht. Und dann peu à peu abnehmen. Ich meine mir einzubilden, dass sich im Spiegel auch schon was getan hat. Aber auf der Waage, ja, ich will ja auch gar nicht abnehmen, um irgendeine Zahl auf der Waage zu erreichen oder irgendeine spezielle Nummer. Ich will mich vor allem besser fühlen bei Bar-Muscle-Ups und so. Es wieder ein bisschen leichter haben. Ja, und ich weiß ungefähr, in welcher Kilo-Range das liegt. Das ist so bei 83 bis 86 Kilo. Also gar nicht so weit weg. Aber wenn es natürlich hoch im Gewicht geht, dann ist es tendenziell erstmal nicht einfach bei Muscle-Ups. Heute liegt aber eine Ballerei an, tatsächlich mit Muscle-Ups. Deswegen können wir es da eigentlich direkt mal testen, wie es denn so läuft. Vielleicht sind das ja alles Muskeln, die gekommen sind.
Ich denke mal, dem einen oder anderen da draußen geht es zurzeit ähnlich wie mir. Vor dieser ganzen Situation lief es eigentlich ganz gut. Ich hatte ein bisschen abgenommen, ich war eigentlich gut im Training. Dann kam dieser Lockdown und vorbei war es mit den guten Vorsätzen. Ich habe meine zahlreichen Quarantäne-Snacks schneller aufgegessen, als ich sie einkaufen konnte. Und schwuppdiwupp waren die Kilos wieder drauf. Ja, das ist ja eigentlich auch schon das erste Problem, ne? Mit jedem Kilo, was ihr zunehmt, wird es schwerer abzunehmen. Also schwerer, den Sprung zu schaffen, zu sagen, so jetzt nehme ich ab. Weil man sagt dann einfach so, ach egal, jetzt ist auch schon egal. Das ist dann am meisten so meine Haltung. Ist natürlich Quatsch. Das Gute ist, mit jedem Kilo, was ihr abnehmt, ist es leichter, das nächste Kilo auch abzunehmen. Weil ihr dann motiviert seid und merkt, es klappt. Wenn man dann natürlich so einen Morgen hat wie ich, wo man sich auf die Waage stellt und man hat trotz Tracking zugenommen, naja, so eine Woche gibt's halt auch. Aber so eine Woche gibt's genauso, wie man auch mal ein schlechtes Workout hat. Abhaken, weitermachen und nicht beirren lassen. Und noch eins, lasst euch nicht von Instagram kaputt machen und auch nicht verrückt machen. Die Leute da sind auch nicht alle 24/7 in Form und essen nur healthy Kram, Bowls. Ich habe gestern was gepostet und habe auch irgendwie von 3-4 Leuten die Nachricht bekommen, oh, du bist ja wieder voll in Shape. Ich dachte so, Nein, das war einfach, war gutes Licht, gute Filter und irgendwie ein guter Moment und pumpt nach dem Workout. Leute, Instagram ist nicht das echte Leben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen. Wem von euch geht es gerade auch so, dass er in dieser blöden Zeit sehr viel an Schwungmasse zugenommen hat? Und wer sagt, nö, also mir hat das eigentlich gar nichts ausgemacht. Du, ich habe abgenommen und bin besser in Shape als je zuvor. Und jeder, der das schreibt, ist ein Lügner. Bevor ich jetzt hier zu lange sabbel, ich muss ein bisschen trainieren. Auf dem Ring, auf dem Plan stehen eigentlich Ring Muscle Ups oder Ring Muscle Up Progression. Kann ich hier nicht machen, deswegen geht's jetzt an die Bar. Bei echt keiner anderen Übung merke ich unnötiges Übergewicht so sehr wie bei Bar Muscle Ups. Aber ich denke mal, das ist auch kein Wunder. Ich werde so ein kleines E-Mom machen. Und zwar jede Minute 2 Bar-Muscle-Ups. Ich weiß, das ist furchtbar wenig. Aber ich muss da erstmal wieder reinkommen. Es tut mir leid. Ein bisschen open sind ja noch 4 Monate. Das ist gar nicht so viel. Doch 3 Stück die Minute geschafft. Was ist los? Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch mit YouTube-Kanal, der sich so über 3 Bar-Muscle-Ups die Minute freut. Aber so habe ich mir 30 Stück zusammengesammelt. Und Kleinvieh macht auch Mist und so. So, ich nehme mal einen Schluck aus meiner Knolle hier. Und dann wollen wir uns mal ans Workout machen, ne? Assault Bike, Pistols und Power Snatches. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einer Mischung für mich. Rip Flair, Baby. Was ist los? Folgendes. Ich habe 2 Trainingstage getauscht. Ich hätte gestern eigentlich genau das hier machen müssen. Und heute Beine. Ich habe es umgedreht. Ich weiß jetzt, warum das eine dumme Idee war. Beine
Taub und Pistels, bei wem ist das noch so, dass Pistels fast eine größere Kopf- als Muskelsache sind? Ab und zu vergesse ich, wie es nochmal nach oben geht, wenn ich unten bin, und falle einfach auf den Hintern. Es sieht zum Glück nie blöd aus. So, ich glaube, mein Trainingsplan sagt, ich bin durch für heute. Na, jetzt noch was? Übrigens da. Das hat Nicole heute alles für euch gepackt. Und sie ist noch nicht fertig. Hier haben wir schon Kartonnachschub bekommen. Sagt ihr Karton oder Karton? Ihr seid echt verrückt, ne? Sowohl die Tassen als auch die Cappies als auch die T-Shirts. Eigentlich ist fast alles ausverkauft. Ist ja nicht so, als hätten wir die Artikel nicht schon ein paar Tage im Shop, aber so in den letzten Wochen wächst uns das fast über den Kopf. Also vielen Dank dafür. Echt geil. Manchmal wird Schargelup mir auch bewusst, was wir hier angerichtet haben. Und dass es da draußen echt einige Leute gibt, die mindestens genauso bekloppt sind wie wir. Das ist echt herrlich. Eine schöne Community haben wir uns hier aufgebaut, Leute. Ja, Leute, ab und zu will sogar so ein Golf 1 Motor wie ich ausgefahren werden. Noch ein nettes E-Mom gemacht. 10 Minuten. Jede Minute. 15 Whirlpools. Übrigens eine weitere Sache, die mich interessieren würde. Ich bin am Überlegen, ob Schagel und ich kameramäßig mal aufrüsten müssen. Wir benutzen ja Nochmal zurückspulen. Wir benutzen ja beide dieselbe Kamera. Die Canon EOS M6. Ihr könnt ja mal sagen, reicht euch die Bildqualität oder sollen Charles und ich da nochmal ein bisschen YouTube-Money investieren und mal richtig auf Crisp hier einmachen? Würde mich interessieren. Kennt ihr das, wenn der Muskelkater schon direkt nach dem Training einsetzt? Es ist soweit. Hier wird jetzt erstmal eine Runde Melone weggesnackt. Melone. Der Kuchen des kleinen Mannes. Moin! Es ist mittlerweile Sonntag geworden. Es ist 10:45 und gleich geht das neue Hipster-Video online. Wollen wir schon mal gucken, ob Leute im Chat sind? Ja, denn Schagel und ich haben hier eine neue Funktion für uns entdeckt. Hier. Premiere! Das heißt, wir können mit euch vorm Laptop sitzen, das Ding das erste Mal angucken und mit euch dazu noch chatten. Wie gut ist das denn? Das ist so wie früher. Wer kennt ICQ und MSN noch? Komm zu MSN! 56 Minuten Fahrzeit. Ich weiß nicht, wo Homeoffice ist. Schagel, wie weit ist denn deine Terrasse? Du wolltest doch dein Homegym machen. Leute, was war da schon wieder los? Wir waren zwischendurch 160 Leute, die sich live das Video reingezogen haben und so ein bisschen gechattet haben. 160 bekloppt auf einem Fleck. So langsam nimmt das wirklich kuriose Ausmaße an. Vielen Dank dafür. Ihr glaubt gar nicht, wie absurd sehr Schagel und ich uns über die Resonanz freuen, die wir mit diesem Kanal erhalten. Ich habe mir gestern übrigens noch ein schönes Ben & Jerry's reingepfiffen auf dem Sofa und ein paar Chips und das ein oder andere Bier. So ehrlich muss ich an dieser Stelle sein. Ich mache das ja immer so, Montag, was ist mit meinen Haaren los? Naja. Ich mache das ja immer so, Montag bis Freitag eigentlich durchgehend tracken. Samstag dann so ein bisschen die Zügel zum Abend hin locker lassen und Sonntag wieder einsteigen ins Trekking. So, und so sieht's, das werde ich jetzt auch nicht lassen, auch wenn ich ein bisschen wieder auf der Waage zugenommen habe. Was mir richtig wehtut, sind meine Beine. Vielleicht vom Training gestern. Das werde ich jetzt erstmal mit einer nicen Fahrradtour bekämpfen und mit der Family so ein bisschen abstrampeln gehen. Kommt doch mit. So, Freunde, ich schaukel hier gerade gemütlich in meinem Schaukelstuhl vor den knapp 70 Paketen, die Nicole jetzt gestern und heute für euch gepackt hat. Es ist alles ein bisschen verrückt. Das ist schon krass, was wir hier aufgebaut haben. Und ich meine, mit wir meine ich jetzt nicht Schagel und mich. Mit wir meine ich uns hier alle
auf diesem Kanal, denn zu so einem Kanal gehören mehr als zwei Bekloppte, die ein paar Videos hochladen. Zu so einem Kanal gehören sehr, 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 sehr viele Bekloppte, die die Videos auch noch gucken und mögen und teilen und liken und in unserem Shop einkaufen. Und ihr wisst gar nicht, was ihr uns für eine Freude bereitet. Ich hoffe, das geht noch sehr lange so weiter und ich hoffe, das wird noch größer. Es ist viel Arbeit, es ist viel Stress, aber es macht unfassbar viel Spaß. Ich hatte, glaube ich, wirklich noch nie ein Hobby, was so viel Spaß gemacht hat. Ansonsten hoffe ich, das Video hat so ein bisschen Sinn gemacht. Ihr wolltet ja mehr Einblicke hinter die Kulissen, die habt ihr jetzt bekommen. Lasst euch noch gesagt sein, wir kriegen ja auch oft das ein oder andere Kommentar mit, oh, ich bin so neidisch. Heute gab es einen Kommentar bei YouTube, ich bin so neidisch auf eure Freundschaft. Es gab irgendwie Kommentare, oh, so eine Box hätte ich auch gerne oder ich hätte gern dies und gern das. Lasst euch mal gesagt sein, es ist nicht alles so, wie es auf Instagram und YouTube scheint, ne? Auch wir haben schlechte Tage, auch wir streiten uns mal, sei es untereinander oder mit den Partnern. Auch wir haben mal keine Lust zu trainieren. Okay, selten. Aber auf YouTube und auf Instagram seht ihr immer nur so einen mini, 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 mini Ausschnitt von unserem Leben. Und wir haben einfach dieselben Probleme, Sorgen und Arschgebrechen wie alle anderen da draußen auch. Leute, tut mir einen Gefallen. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst diese Community, die wir hier langsam uns aufgebaut haben, bewahren. Lasst füreinander, ich wollte gerade sagen, lasst füreinander da sein, aber lasst aufpassen, dass uns das keiner kaputt macht. Denn das, was wir hier haben, ist echt besonders. Wenn wir uns die Kommentare unter den Videos durchlesen und so, das ist alles, das bringt uns alles so nach vorn. Da ist kein blödes Kommentar dabei und irgendwie vor allem kein unproduktives oder unkonstruktives. Kritik ist ja okay, solange sie irgendwie gut gemeint ist. Ich will jetzt gar nicht so ausschweifen. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Behind-the-Scenes-Einblick in die Hornobox mal wieder gefallen. Ich versuche Nicole dann und wann vor die Kamera zu bringen. Noch ziert sie sich so ein bisschen. Aber das wird schon. Und an alle Leute da draußen, die sich fragen, wie geht's meinem Rasen? Der wird langsam grün. Ich krieg das schon hin. Ich, wie gesagt, in mir steckt kein Gartenlandschaftsbauer und kein Handwerker, aber muss. Ich verbleibe mit den weisen Worten von Rainer Kallmund, der sagte, als mal wieder zu viel redete, liken, teilen, abonnieren, screenshotten, Herz aufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Scherz sagen, alle Crossfits auf Doom, abonnieren. Oh, ich habe schon rote Bäckchen vom Alkohol, aber pst. Dies, das.